Hallo, heute ist ein besonders schöner Tag für Bücher. Hier steht irgendwo Dauerwerbesendung und das hat seinen Sinn, weil ich jetzt nämlich Werbung mache für ein Buch. So, Sina sitzt hinter der Kamera. Ja, hi. Emmy sitzt hier vor meinen Füßen und versucht wieder Unfug zu treiben, gerade eben. Wir müssen es nämlich zum zweiten Mal aufnehmen, weil gerade auch das Bücherregal geflutet wurde hinter mir. Ja, dank Emmys Mithilfe und von daher versuche ich mich jetzt wieder zu disziplinieren. Und den Büchern ist nur ansatzweise was passiert. Gott sei Dank hat es die nicht so geliebten Sachbücher getroffen. Naja. So, aber jetzt zeigen wir euch erstmal, um welches Buch es heute geht. Es ist das Buch Der Zauber des Hauses Ramblings und es ist geschrieben worden von Kate Fields. Field, da seht ihr es. Ja, aber ihr seht es ja, ich habe es euch erzählt. Genau. So, für wen ist das Buch etwas? Das ist für alle, die mal dem tristen Alltag ein bisschen entfliehen wollen, die sich ein bisschen ablenken wollen, die einfach eine schöne Zeit haben wollen. Ich habe es durchaus als positiv empfunden. Andere haben vielleicht gesagt, ein bisschen Drama. Es ist halt genau der Zwischenpunkt zwischen ja. Wohlfühlroman und ein bisschen Drama. Ja. Also es zählt auch als Roman, jetzt nicht als Romanze oder Wohlfühlbuch oder sowas. Obwohl, es gibt Liebe, das verrate ich euch jetzt schon mal. Und ich habe das alles nicht so als Drama empfunden, diese ganzen Stolpersteine, die sich halt im Laufe eines Lebens und auch gegen Ende eines Lebens dann eben ergeben, weil es mit einer gewissen Leichtigkeit ist. Es ist nicht so, dass die Autorin da jetzt auf die emotionale Tastatur getippt hat, sondern... Ich fand es wirklich schön. Also ich kann da das jetzt nicht so als Drama halt bestätigen. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht um Cassie und Cassie hat nur noch einen kleinen Koffer. Da sind ihre nötigsten Sachen drin. Sie hat ein paar gefakte Referenzen in der Tasche und sie bewirbt sich jetzt auf die Stelle einer Gesellschafterin und sie hat eigentlich auch keinen Plan B. Sie weiß nicht wohin, wenn das jetzt nicht klappen sollte. Und zu ihrem großen Erstaunen steht sie auf einmal vor einem großen Herrenhaus und ja, da bewirbt sie sich als Gesellschafterin für Frances Smallwood, so war der Nachname. Ja, und obwohl Frances sehr wohl sieht, mit der jungen Dame stimmt irgendetwas nicht, weil ihre Haare sind komisch gefärbt, sie hat nur ein Köfferchen dabei. Aber sie sagt, okay, ich stelle sie ein, sie werden jetzt meine Gesellschafterin, nur ihr Großneffe, der oder ihr Neffe, der sieht das alles mit sehr kritischen Augen. Irgendwas stimmt doch mit der Person nicht. Und hat die es auf Frances Geld abgesehen? Ist das eine Erbschleicherin? Was will die hier? Vielleicht ist sie auch eine Journalistin, weil er ist schon mal böse durch die Presse getrieben worden. Versuchen die sich jetzt so einzuschleichen? Also er steht ihr mehr als skeptisch gegenüber. Ganz ihm zu trotz lebt sie sich trotzdem sehr, sehr gut dort ein. Sie wird auch in der Dorfgemeinschaft aufgenommen. Und Frances lebt nochmal richtig auf, dank ihrer Hilfe. Und ich fand das Setting einfach sehr schön. Ein Herrenhaus, das wieder geöffnet wird für die Dorfbewohner, wo auch ein Ball veranstaltet wird. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich mag die zwischenmenschlichen Beziehungen, die da sind. Ich konnte allerdings die Kinder von Frances nicht leiden, das muss ich dazu sagen. Aber sie haben, ja, Barney, so heißt der Neffe, hat auch einen tollen Hund, der Gin heißt. Und ja, ich habe mich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und aufgehoben. Und ich kann verstehen, dass Cassie da nie wieder weg wollte. Ja, mehr verrate ich euch jetzt nicht. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen auf dieses Buch neugierig machen. Es hat es wirklich verdient, meiner Meinung nach. Ich habe mich da jedenfalls sehr, sehr wohl gefühlt. Es ist auch ziemlich dick. Ich glaube, in der Printversion sind es 440 Seiten, glaube ich, um den Dreh. Als E-Book war es noch ein bisschen mehr und waren es irgendwie über 600. Ja, also ihr habt ein bisschen was zu lesen. Also ihr könnt euch da richtig reinfallen lassen und wirklich die Charaktere kennenlernen. Ja, das war es dann eigentlich schon von mir. Noch irgendeine Frage offen? Nein, alles okay. Fragen mehr offen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.